72 sind 10, 18 von den Dingern hier. Also kann ich eigentlich gerade die hier in Stein verwandeln. Müsste jetzt 75 haben gleich. Ja. Also es hat so den Anschein, als ob die Seite schneller fertig werden wird als die andere Seite. Also können die, wenn sie fertig sind, sich gleich um den Grundfläche der zweiten Ebene kümmern, also um die erste Umrandung. Ich weiß nicht, will ich das nicht noch eins nach hinten schieben? Oh, ich schieb's noch eins nach hinten. Kann ich das mit Escape abbrechen? Ja, kann ich, aber da ist mein ganzes Blueprint weg. Ah, nein. Okay, zum Glück weiß ich es einigermaßen noch. Ja. So, das waren, glaube ich, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gucken wir sicherheitshalber mal. Ja. Wie viele waren es hier? Ich glaube, da hatte ich. Es so gemacht. Hatte ich so? Oder hatte ich nur. Nee, so wenig hatte ich nicht. Jetzt bin ich verwirrt gerade. Die Abstände stimmen. Alle? Doch, ich hatte das, glaube ich, so. 1, 2, 3. 6, 8, 9. Ja, so hatte ich das.
Denke ich mal. Also werden wir gleich sehen, wenn ich es nach hinten geschoben habe. Jetzt sagt er nur noch 73? Ah. Das stimmt aber so, oder? Prüf noch mal auf der Seite. Die sind die hohen. Ja. Das stimmt alles soweit. So, jetzt wehe, da sind wieder Baumstämme markiert. Nein. Gut. So ungefähr hätte ich das dann gerne hier hin. So. Schnappe ich mir von der Baustelle euch 6 und schiebe euch darüber. Weil die Baustelle ist fertig. Eigentlich ist sie doch noch nicht fertig. Da fehlt noch einer. Na komm. Warum wird das nicht platziert, frage ich mich gerade. Hier drüben hat alles geklappt. So. Tux, würdest du bitte platzieren? Nein. Okay. Dann entfernen wir mal die Baustelle. Nehmen die Baustelle einfach mal zur Hilfe. Und sagen. Platziert bitte was. So, das sollte jetzt eigentlich dann klappen. So, dann lassen wir die dreimal weiter Holzarbeiten machen. Klappt immer noch nicht ganz so. Du gehörst zu der Baustelle, dann gib du mal bei der Baustelle arbeiten. Du kannst auch bei der Baustelle anfangen. So, und der Rest von euch kann hier mit dem Tunnel beginnen.
Also ja, sieht okay aus, was da platziert wird. Hier, das Wäldchen wird noch abgeholzt. Fuchs hat nur keine Lust, seine Bretter zurückzubringen. Der baut jetzt erstmal lieber das Gestein ab, was wir nicht mehr brauchen. Jetzt will ich mal gucken. Er macht Treppen. Gott sei Dank, er macht Treppen. Einfach mal das Spiel neu starten und alles ist wieder gut. Jetzt haben wir nämlich Treppen darunter. Das macht um einiges schöner. Macht sich aber irgendwie keiner die Mühe, da das letzte Dach drauf zu setzen. Ansonsten ist alles fertig. In unserem äußeren Ring. Also ja, bis auf die Tür natürlich. Also ja, wenn der Wald gerodet ist. Also wenn Novan den Wald gerodet hat. Sind ja nicht mehr viele Bäumchen zum Roden. Was zur Hölle macht Tux da? Also ja, außer Einbrechen natürlich irgendwo. So, drop mal bitte da deine Ladung. Dann arbeite normal weiter, bitte. So, der Eingang ist jetzt zentral mittig zwischen den beiden Eingängen, so war das geplant. Hier seitlich können wir unsere Lager für Holz und Stein planen und dann hier Heu Gebäude mit Lagern und Werkbänken drin und hier oben halt
andere Sachen. Aber das kommt alles später, sobald die zweite Ebene fertig ist, planen wir hier Lager und Häuser und so weiter. Er geht hier die Treppe hoch, um auf der anderen Seite wieder runter zu springen. Yay. Hier sind sie fleißig bei der Arbeit. Warum auch immer sie meinen müssen, so komisch zu graben teilweise. Aber ja, wir können jetzt mal mit dem Bettentask gucken. Also ja, es ist ein bisschen mehr als nur zwei Flächen. Eigentlich sollten wir wieder hier mittig erstmal. Sobald wir die Umrandung gemacht haben. Und dann links und rechts. Aber es ist nicht wirklich so viel wie jetzt die große Fläche. Ich finde das drollig, wie sie da hochgehen, um da wieder runter zu hüpfen.
Okay, nein, nicht du. 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 Du.